Gut, nehmen wir an, wir haben einen Moodle-Kurs, in dem es einen Test gibt, zum Beispiel hier unten. Können auch viele Tests sein, aber in diesem Kurs gibt es jetzt nur einen. Und da möchten wir überwachen, ob neue Versuche getätigt wurden. Wie könnte man das jetzt machen? Man kann natürlich einfach auf diesen Quiz hier klicken, aufmachen, schauen. Okay, jetzt sind da, musst du? Jetzt sind da 8 Versuche und wenn ich heute Abend nochmal reingehe, steht da vielleicht 9. Bin aber nicht mehr sicher, waren das jetzt 8 am oder 9 schon am Morgen. Von daher ist es relativ mühsam. Vor allem, wenn das mehr als ein Test ist, wenn es viele Tests sind in einem Kurs. Gut, was kann man da jetzt tun? Ich habe mir überlegt, man könnte mit so einem Update-Scanner arbeiten. Das ist so ein kleines Firefox-Add-on. Das werde ich jetzt gerade zu Firefox hinzufügen. Das überwacht dann Webseiten auf Veränderungen. So, jetzt ist das schon installiert. Man sieht hier oben diesen violetten kleinen Pfeil. Und okay, der ist jetzt da. Jetzt möchte ich das überwachen. Dafür gibt es einen kleinen Trick, vor allem wenn es viele Moodle Quizzes sind, würde ich nicht empfehlen, dass man einfach die Seite überwacht mit diesem einen Test, sondern, das muss ich schnell einfügen zuerst, die Seite mit der Übersicht für alle Tests. Block hinzufügen. Jetzt. Da gibt es die Aktivitäten. Genau, und da gibt es den Punkt Test zum Beispiel. Test da. Den mache ich mal in einen neuen Tab auf, hier oben, in ein neues Tab aufgemacht. Und den Block hier brauche ich jetzt eigentlich schon nicht mehr, den entferne ich gerade wieder. Hoffe, das geht gleich. Dauert immer einen Moment irgendwie heute. Ja, egal, schauen wir mal, ob die Tests schon da sind. Ja, die Seite ist schon hier. Die möchte ich jetzt eben überwachen, wenn hier die Zahl ändert. Könnten auch viele Tests hier gelistet sein. Würde auch gehen. Dafür klicke ich jetzt auf dieses Icon von diesem Update-Scanner. Und sage Neu. Genau, jetzt wird für diese Seite ein Überwachungsagent eingerichtet sozusagen. Ich werde den auf nie einstellen und bei dem Autoscan, dass es nie autoscannt, sondern ich möchte das manuell scannen und die Änderungen, da alle Änderungen sollen angezeigt werden, also auch wenn nur auf ganz kleines an der Seite ändert. Und ich könnte noch den Titel ändern, Test auf Moodle zum Beispiel, sagt ihm okay und mache jetzt gerade einen ersten Scan, indem ich da im Menü hier einen Klick darauf mache. Mit einem Rechtsklick kann ich Scan Now machen und ich da jetzt draufklicke, bekomme ich jetzt hoffentlich die Seite, wie sie jetzt ist. Genau. Also da habe ich jetzt einfach mal ein erstes Mal gescannt. Wichtig, ich bin jetzt eingeloggt als der Trainer, die Trainerin, je nachdem, oder als Admin. Ich kann das jetzt mal schließen. Gut. Jetzt im nächsten Schritt logge ich hier aus. Log out.
Und melde mich wieder neu an als als Schülerin oder als Schüler, in diesem Fall jetzt mit dem Teststudenten, den ich hier eingerichtet habe. Login. Bin jetzt, wenn ich es richtig gemacht habe, gerade bei diesem Test, genau, Test jetzt durchführen. Und es geht mir jetzt ja nicht darum, das hier richtig zu machen, sondern einfach nur einen neuen Versuch hier abzugeben. Darum beende ich den gerade. Ich fülle das gar nicht aus. Es geht wirklich nur darum, zu zeigen, dass da nachher die Änderung entdeckt wird. Sage da abgeben. So, fertig. Mir keine gute Note geben, natürlich. Okay, dann mache ich hier ab ausloggen wieder, dass ich mich wieder in meiner normalen Rolle anmelden kann. Und Login. So. Hat geklappt. Jetzt gehe ich zurück auf diese Seite, die ich da überwache. Muss nicht mal sein. Ich könnte auch irgendwo sonst sein. Kann auch eine neue Seite aufmachen, wo man nicht sieht. Wichtig ist einfach jetzt wieder einen Rechtsklick machen auf Tests auf Moodle und Scan Now. Das wäre sozusagen am nächsten Morgen. Jetzt sagt er mir schon, okay, es hat eine Änderung gegeben, klicke ich da drauf. Jetzt öffnet es mir gerade diese Seite. Und ich sehe jetzt, dass hier die Versuche auf 9 geändert sind. Das heißt, ich weiß jetzt, da gibt es neue Versuche. Wenn es mehrere Prüfungen gäbe in diesem Kurs, der Hokkaido heißt, würde bei allen getestet und man würde gerade bei allen mit Gelb hervorgehoben sehen, wenn etwas geändert hat. Wichtig ist einfach, ich muss mit einem Benutzer eingeloggt sein, der Zugriff hat auf diese Seite. Sonst geht es, glaube ich, nicht. Das habe ich nicht getestet ohne Login. Gut, dann viel Erfolg beim Ausprobieren. Ich habe da noch weitere Tools gesucht. Es gibt noch Check for Change. Das soll was Ähnliches können. Ich weiß nicht, vielleicht als Alternative, dann gibt es noch den hier, Distillo, Distill.io. Da ist das der Vorteil, den gibt es auch für verschiedene Browser, auch für Chrome und Opera gibt es den. Und sie sagen, es geht auch für Webseiten, wo man eingeloggt sein muss. Das heißt, es könnte sein, dass man nicht mal bei Moodle angemeldet sein muss in dem Moment, wo man es checkt. Wie das machen, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Und wenn du eher so auf der nerdigen Seite unterwegs bist, gibt es auch noch Hugin. Den habe ich auch nicht ausprobiert. Den muss man aber selber auf den Server installieren. Dafür sind die Daten dann total unter deiner Kontrolle. Von daher, das wäre auch noch eine Variante. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren.